Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von World of Warcraft. Wo war hier? Weiß ich gar nicht mehr. Warte mal, pop. In Düsterfell stehen. Haben wir ja letzte Woche Maiev befreit und so und ja, dem Typen da noch umgenietet. Und der da steht, schön. Maiev ist dann schon abgehauen und wir sollen noch hinterher. Verlasse Düsterfell, ich mache ich. Zack, wo sind wir jetzt? Die Heldenrast. Hi, Maiev. Na? Die Wächterinnen haben ihre Augen überall. Ja, ist in Ordnung. Das glaube ich nicht. Lord Rabenkrone kann nicht für Gul'dan arbeiten. Champion, kehrt vorerst zu euren anderen Aufgaben zurück. Wir werden Lord Rabenkrone schon bald entgegentreten. Mach ich. Yes. So, bleibt da rein. Und da kommt schon wieder Ali ran. Da können wir auch noch abgeben. Yay! Wir sind alles, was zwischen der Legion und unserer Vernichtung steht. So, und dann hatten wir hier das Gebiet auch abgeschlossen, ne? Finde ich sehr gut. Finde ich sehr gut, weil wir sind ja volljährig mittlerweile. Das heißt, was haben wir denn hier? Ach so, die Hochbergzuführung. Das ist interessant. Wir sind 110 und wir waren weder in Suramar noch im Hochberg. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Weiß ich gar nicht mehr, ob ich da bei meinen anderen Charakteren auch so war. Also ich meine, ein von beiden Gebieten hätte ich da auch schon zumindest angefangen. Da ist mein Plüsch-Elek. Mein Plüsch-Elek. Der Level 17 Plüsch-Elek. Kampfhaustier ohne Funktion. Ah, der sollte ich auch mal. Wollte ich. Ich nicht, wollte ich auch mal wieder weitermachen. Warum setze ich jetzt auf? Ich wollte doch. Mal in die Ordenshalle. Da wir hier ja fertig sind, ne? Ich habe gerade umgeskillt. Was? Hallo? 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 Warum? Warum gehst du nicht auf? Alter, mach mal so. So. Okay, habe ich das auch mal gemacht, weil das habe ich auch noch nie gemacht. Setz aber. Verdammt. Aber schön, dass sich die Leisten dann direkt ändern und so und keine Ahnung. Ich glaube, dieses Equipment ändert sich dann auch, ne? Ich habe keine Ahnung. Ich habe schon, boah, ich glaube, das letzte Mal mit Dualspec gearbeitet, da ist Dualspec gerade eingeführt worden. War das Kataklysm? Ich habe keine Ahnung. Von daher weiß ich gar nicht, wie das mittlerweile abgeht. Yes, und der tolle Ladebalken, ne, der sich mal wieder gar nicht bewegt. Blizzard, fix that. Das ist so. Ah. Stimmt. Wir haben Ruhestellen nach Dalaran genommen. Das kann jetzt eine Stunde dauern. Alter Verwalter. Ich will doch nur in meine Ordenshalle. Mann, oh. Aber er bewegt sich. Er bewegt sich. Kaum zu glauben. Das ist so spannend, wie wenn man einem Schneckenrennen zuschaut. Wow. Wow. Was? Was will denn Katka von uns? Katkas Entdeckung. Champion, bitte kommt unverzüglich zur violetten Zitadelle. Ich habe eine Entdeckung gemacht, die ich euch und dem Rat der Sechs vorstellen möchte. Ja, das ist okay, Katka. Du willst mir die Weltquests freigeben, ne? Glaube ich, wenn ich das richtig im Köpfchen habe. Aber ich will erstmal, ne? Will ich erstmal. Hier ist auch was aufgepoppt. Hier auch was aufgepoppt? Wo denn? Ach so, vor der violetten Festung. Und der da, der will auch irgendwas. Was will der denn?
Ich habe unverteilte TLM. Was? Hab ich doch gar nicht. Was willst du von mir? Ach, das war bestimmt wegen dem aus Versehen umskillen gerade. Findet Harvey in Waldeswald. Was? Was? Okay. Gehen wir halt bei Gelegenheit auch nochmal zu Harvey. Jetzt aber nicht. Jetzt wollen wir... Hallo, gehst du mal über den Stein drüber. Hallo. Ach. Hi, Mensch. So, jetzt gehen wir erstmal kurz in die Ordenshalle. Eine gute Rezeptliste? Haben wir 6 Kochrezepte gelernt? Oder was ist das? Ich habe keine Ahnung. Egal. Ich will mich jetzt erstmal in meiner Ordenshalle wieder verlaufen. Oh, hier waren wir schon was länger nicht mehr. Und hier sind jede Menge Ausrufe. Alter Verwalter. Ich habe euch überall gesucht. Oh, der Kopf in der Kristallkugel. Ich versuche mal etwas Neues. Was ist denn das? Wir werden einen Weg finden. Wirft erstmal Katka in Dollarrad. Ja, du hast doch gerade eh schon mal gesagt, ich soll zu dir kommen. Doppelt gemoppelt hält besser, wa? So, neue Krieger, was bist du? Sagt Kayen Bescheid. Wenn ihr einen weiteren Artefakt nachgehen wollt. Nein, will ich nicht. Hatte ich das nicht ausgeblendet? Man weiß es nicht. Du tötet die verschlingende Finsternis am Hochberg. Ja, da müssen wir ja jetzt sowieso in nächster Zeit mal hin. Wenn ihr da draußen Hilfe von euren Champions braucht, werden sie da sein. Wenn du das sagst. Was ist das? Missionsbericht abgeschlossen. Ja. Wow, EPs für... EPs, die wir nicht mehr brauchen, haben wir jetzt gekriegt. Und zwar nicht wenig. Ich könnte Kampfgefährte mitnehmen. Keinen dabei? Hatten wir nicht zwischendurch so ein paar Wölfe? War das was anderes? Man weiß es nicht. EP brauchen wir nicht mehr. Warum kriege ich hier... Das ist wieder so ein Ding, ne? Dieser Missionstisch. Ich finde den eh total für den Arsch. Ich bin 110. Warum kriege ich immer noch Aufgaben mit EP? So ein Quatsch. Ja, und der nächste Gag ist das hier. Charaktere, die 830 haben. Champions. Die 830 haben. Ja, der 760. Bei denen wird es noch nicht mal angezeigt, weil sie noch nicht mal volljährig sind. Blizzard, was soll das? Ja, also das ist so... Ich weiß... Naja, Zack. 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 Mission starten. Wahrscheinlich aber... Ja, die EP-Quest können wir machen. Das Ganze. Oh, den könnten wir auch noch machen. Okay, machen wir den auch noch. Was zwischen der Legion und unserer Vernichtung steht. Noch was? Das wäre ja ein Wunder. Ne? Ich konnte tatsächlich 2 Missionen machen. Es ist auch Wahnsinn. Ja, da werde ich jetzt wahrscheinlich keinen mehr mitnehmen können. Ja, genau. Weil sie beide unterwegs sind. Alles klar. Bergkarte. Hochberg. Sollen wir den annehmen? Nehmen wir mal an. Was ist denn da noch? Was willst denn du? Hi. Darf nicht fallen. Warte mal. Zack. Ach so, hier kann ich. Das will ich nicht. Ich kann mir Ausrüstung kaufen. Die ist schon mal nicht schlecht. Ich kann aber nur die sowieso nur die eine, ne? Zack. Das zum Aufwerten? Das zum Aufwerten. Von 820 auf 830. Du bist 18? Ja. Wie viele Ordensressourcen haben wir denn? So.
7400? Ja, okay, dann könnten wir die auch die Aufwertung kaufen. Das ist von 810 auf 820. Und das ist von 820 auf 830. Denkt immer daran, es gibt kein höheres Ziel als die Vernichtung der Legion. Sehr schön. Und das Ganze legen wir an. Perfektus. Warte. So. Okay, wäre das auch erledigt. Was, du wolltest doch noch was. Alles geopfert. Ihr wisst, was euch erwartet. Nö. Lol, ich Idiot. Und ich hab den gerade gekauft, ne? Nehmt ein Geschenk von dem Legion. Ja. Ich bin ein Idiot. Ich wusste es doch. Vertraut auf Fürst Illidans Plan. Ja. Ja. Das habe ich gut hingekriegt. Habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Stimmt ja, das kriegt man ja sogar. Hätte ich gar nicht kaufen brauchen. Den Gegengang kann ich noch nicht mal entzaubern. Ne? Das ist okay. So. Schön. Einmal in der Aufnahme extrem doof sein. Das ist auch immer geil. Was müssen wir denn noch? Kann ich bei dir welche beantragen hier? Ne, habe ich anscheinend noch. Dann gehen wir mal runter, weil ich wollte eigentlich hier hin wegen Artefaktwache aufrüsten. Aufleveln, whatever. Wo war denn das? Hier war das nicht, ne? Du bist einfach nur... Ja, du gehst noch nicht mal. Ach so, okay. Da war's. Da war's. Zack. Wir können, wir sollen, was ist das? Verschwimmen erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit. Okay, was ist das hier? Das ist mehr Schaden. Was ist das hier? Jedes Mal, wenn ihr einen Angriff oder Zauber ausweicht, erzeugt ihr 5 Jähzorn. Aha. Machen wir das mal, einfach nur um das da freizuschalten. So, sonst konnten wir hier Artefaktforschung, müssten wir doch eigentlich auch können. Aber nicht hier, ha? Umgucken. Hier irgendwo? Auch. Warum nicht? Was ist denn bei dir? Ah ne, der portet mich, weiß der Geier wohin? Kann ich nicht? Ah, da. Was? Steht geschrieben. Weshalb kann ich keine Erfahrung... Ja, ne, weil ich die Quest noch nicht gemacht habe. Beginnt einen Arbeitsauftrag für Forschung. Jawohl. Forschen wir weiter über mein Artefakt. Arbeitsauftrag starten. Arbeit abgeschlossen. Sehr schön. Habe fertig. Stellt Ordensressourcen zur Verfügung, um Artefaktwissen zu enthüllen. Sollen wir beginnen, Rechner? Warte. Bams. Einmal Artefaktwissen erhöht. Was? Bleib doch nicht weg. Lebt noch einen Tag. Friede sei mit euch. Ist das mit dem Charakter hier nicht? Warum nicht? Man konnte doch irgendwie... Hallo? Aha. Ja, genau, die will ich nämlich wissen. Artefaktwissensstufe, gesamt erworbene Stufen 12. Artefaktwissensstufe 1. Ja, und eben diese Wissensstufe erhöht man über Artefaktforschung. Aber ich habe irgendwie im Kopf... Wir werden überleben. Das Glück sei mit euch. Ach so, einfach nur mehrfach annehmen und abgeben.
Ah, wollte gerade sagen, man konnte das doch jetzt beschleunigen, das Ganze. Früher war immer, keine Ahnung, ich weiß nicht wie viele Tage. Nicht aufgeben. Bis man ein so eine Erforschung hier fertig hatte. Und das ist mittlerweile ist das beschleunigt. Was wollt ihr? Das läuft aber auch irgendwie immer anders, hä? Auf irgendeinem Charakter konnte ich das einfach kaufen, bis zu 20 Stufen. Hallo, Fremder. Das Glück sei mit euch. Ja, aber habt ihr ja toll gemacht. Licht. Super. Nicht vergessen. Licht. Wo ist das? Ich glaube beim Druiden. Da ist der gleichzeitig Händler und da kann man ein Buch kaufen mit Wissen bis keine Ahnung. Nicht aufgeben. Hier muss ich 1000 Mal annehmen und abgeben? Das ist ja, ja. Wir werden überleben. Ah, jetzt kann ich es nicht mehr. Wahrscheinlich, entweder habe ich keine Ressourcen mehr oder. Ja. Dann haben wir jetzt. Wie viel haben wir denn jetzt? Was willst du denn von mir? Hoch. Oh, Zeitwanderung haben wir? Burning Crusade Zeitwanderung. Aha. Und der schickt mich nach Durama. Okay. Ich wollte aber hier. Was haben wir denn jetzt? Artefaktwissen Stufe 9. Mhm. Na, immerhin etwas. Die sorgt halt dafür, dass wir mehr Artefaktmacht bekommen. Und hier könnten wir, was wir gelernt haben, ne? Jetzt die ganzen Dinger, die wir gekauft haben, könnten wir hier erst lesen. Habe ich noch nie gemacht, werde ich nie machen, glaube ich. So, noch was? Noch was? Müssten doch theoretisch auch Klassenquest kriegen, ne? Ich meine, da haben wir ja noch einen. Wo ist er denn? Der da war, war ja die zweite Artefaktwaffe. Wo ist denn der hier? Unter mir. Ich war doch gerade unten. Willst du mich verarschen? Hier ist doch keiner. Wo bin ich gerade blind? Du? Nö. Jetzt über mir. Ja. Ich bin begeistert. Der ist unter mir. Bau der verwittert. Der ist über mir. Wo soll denn der sein? Da! Ach so, das ist ja das Artefaktwissen, was wir gerade schon 10.000 Mal gemacht haben und jetzt nicht mehr machen können. Okay, ja, Verwirrung macht sich breit. Perfekt. Schön. Haben wir jetzt nicht wenig Zeit allein hierfür im Prinzip nichts verbracht. Aber jede Menge Artefakte. Yay. Ausgegeben. Erforscht. Wie auch immer. Und tschüss. Du gehst jetzt hoffentlich schneller. Ich war schon in Dalaran. Oh, oh, oh. Sieht gut aus. Oh, oh, oh. Wow. Wow. Das war aber jetzt. Wow. Was willst du von mir? Wir haben Glück, Kriegerheld. Der Champion sollte in Kürze eintreffen. Ach so. Das ist bestimmt hier der Katka-Kopf, der gerade in der Ordenshalle war. Wir müssen aber noch zur violetten Zitadelle, weil Katka ist ja Magier, der existiert hier gerade zweimal, ne? Also gehen wir da doch mal schnell hin. Ah.
Hi, Katka, du bist ein ganz schöner Fuchs, ne? Ja, nicht bevor unser Gast ankommt. Ja, an zwei Orten rumzustehen, was willst du? Das Licht sei mit euch. Was? Benutzt die Obliterungsschmiede, um Erzmagier Karens Machtgetränkte seinen Ruhm einzuäschern? Wandelt zu einer... Was? Ich habe keine Schmiede. Also nicht auf diesem Charakter hier. Wisst es? Ich nehm's mal aus Jux an. Ich habe keine Ahnung. So, was willst du? Es liegt viel vor uns. Genau, das hier können wir abgeben. Ihr lernt Weltquests. Und die Pfeife. Yay. Was ist das? Ja, okay. Und das? Okay. Bringt die Träne von Elinu zum Herz, das Licht in die Ordenshalle. Ach so, ja, mache ich. Magische Enthüllung. Untersucht die Arkan-Anomalie in Dalaran. Das ist das hier hinter mir wahrscheinlich. Jede Störung würde die Sequenz beschleunigen. Ja, wenn du das sagst. Einfach mal an oder so. Bezwingt Gott weiß aufmütig. Nein. Ihr geht voran. Wir folgen. Erstmal untersuchen wir das hier. Itel Kanesh. Ich bin Talysra von den Chaldurai, den Nachtgeborenen. Erste Arkanistin am Hof von Suramar. Mein Volk hat einen schrecklichen Pakt geschlossen. Einen, der diese Welt in die Verdammnis stürzen wird. Die Zeit ist knapp. Wenn ihr diese Nachricht gefunden habt, seid ihr auch in der Lage, mich zu finden. Eilt nach Suramar. Ihr könntet unsere letzte Hoffnung sein. Idnala Kanesh. Das war also unsere Zubringung nach Sukama. Verwendet Katkas Zauberstab, um Arkanes Echo aufzuspüren und die erste Arkanistin Talysra zu finden. Ihr seid unsere letzte, unsere größte Hab-8-Champion. Das Land Suramar ist schon seit 10.000 Jahren verwildert. Okay. Haben wir also jetzt die Zubringung nach Suramar und zum Hochberg. Und was? Woran hat fast alle? Muss man in den Taschen haben? Wusste ich auch nicht mehr. Was bist du denn? Achso, das weiß ich nicht, ob man es in der Tasche haben muss. Wahrscheinlich nicht. Was ist das? Achso, die seidengewobene Robe, die wir in der Obli-Dingsbums-Schmiede kaputt machen sollen, die wir ja eigentlich gar nicht haben. Warum kriege ich dann so eine Quest? Wollt ihr mich verarschen? Warum habe ich die? Dafür muss man eigentlich eine Questreihe machen, die hier anfängt. Da muss man hier Feuer löschen und ich weiß nicht mehr. Und dann muss man drei Sachen besorgen von der Rüstung, die hergestellt werden können von Lederer und vom Schmied, glaube ich. Was ein richtig teurer Spaß war auf einem anderen Charakter. Und hier habe ich das Ding jetzt umsonst? Liegt das daran, dass ich es auf einem anderen Charakter gemacht habe? Oder warum? Ich habe keine Ahnung. Seid gegrüßt. Das Licht segne euch. Wie dem auch sei. Die hier können wir jetzt zu dem machen. Und damit wiederum können wir... Rüstung aufwerten, die selbst hergestellt wurden. Erhöht die Gegenstandsstufe hergestellter Rüstung um 5. Bis zu einem Maximum von 875. Blablabla. Erfordert 2 Blut von Sargeras. Und so weiter und so weiter. Ist ein teurer Spaß, ist aber eine gute Möglichkeit, die Klamotten halt, die man hergestellt hat, hochzupowern. Aufwendig, aber ist halt ein Weg, an Rüstung ranzukommen. Ne?
Sind Seelen gebunden, ne? Nein, sind sie nicht. Hä? Ist in Ordnung. Legen wir mal hier rein. Habe ich nämlich auf irgendeinem Charakter. Da, auf Shatar, genau. Mit Shatar habe ich die nämlich gemacht. Da habe ich die... Die Obli-Dingsbums-Schmiede wirklich. Habe ich irgendwas nicht mitgekriegt. Was ist hier noch für ein Fragezeichen? Ah, da. Ja, wegen Tusche. Okay. Und das hier? Yay. Was geht euch durch den Kopf? Ach so, und hier kann ich noch alte Sachen lernen. Ja, ist in Ordnung. Aber was willst du denn? Ach, du hast noch eine neue Quest. Von Kopf bis Fuß. Stellt ein paar robuste Steinbalkstiefel her. Dazu werden ihr Gerberrahmen und Navos Werkbank in legendäre Lehre. Aha. Haben wir wahrscheinlich gar keinen Dingsbums. Ja, was lerne ich denn hier alles? Ja, da haben wir eh die Materialien nicht für jetzt gerade, weil ich mir nichts geschickt habe. Okay. Wobei, Micha Steinholzpelz. Tja. Ja. Okay. Wo kann ich da? Ach, hier alle herstellen. So, habe ich damit fertig? Nee. Was soll ich denn? Gut, dass ich nicht aufgepasst habe. Robuste Steinbalkstiefel. Ah. Robuste Steinbalkstiefel. Was haben wir denn da? Die da. Dafür brauchen wir Steinbalk. Schuhschaft und Steinbalkfutter. 2-1. Aha. I see what you did there. So, alle. Nein? Warum nicht? Weil ich hier nicht dran bin oder was? Willst du mich verarschen? Okay. Einen von dem Schuhschaft und zwei von denen. Ja, mehr kann ich auch gar nicht. Erstellen. Hat er das jetzt gemacht? Hat er nicht gemacht, ne? Benötigt aber das Werkbank. Die Werkbank? Du die Werkbank? Ja. So, habe fertig. Hat ein bisschen länger gedauert. Ihr erlernt Musterstiefel, ja, bla bla bla. Yay! Okay. Ems. Ein Skillpunkt. Wow. Ja, und hierfür fehlen natürlich die Materialien. Dafür hätte ich, ne, mit meinem Olchen mal wieder spielen müssen. Was willst du denn? Hier geht's aber ab jetzt. Tauren, was? Taurengerbung? Soll ich jetzt einen Druiden scheren oder was? Meldet euch bei Hurlup scharf. Mögen eure Reisen sicher sein. Der hat auch wieder Quest, Alter. Was kann ich für euch tun? Findet einen Meister der Lederfarbe in Asuna. Okay. Ja. Ja, wenn du das sagst.
Wofür ist der Kringel hier? Portal nach Suramar, Erzmager Katja. Bin ich wirklich nach Suramar? Warte, jetzt gehen wir zum Landeplatz. Das ist so viel auf einmal. Es ist so viel. Es ist der Hammer. Habe ich irgendeinen Quatsch in der Tasche jetzt? Nein. Ja doch, Quatsch habe ich jede Menge. So ist das nicht, aber... Bist du eigentlich? Beruhigt die Gedanken, gestattet euch eine Minute außerhalb des Kampfes eure Talente zu ändern. Ach so. Das werde ich sowieso niemals brauchen. Habe ich noch nie gebraucht. Und werde ich wohl auch niemals brauchen. Der Champion sollte in Kürze eintreffen. Ach, da ist Katka. Hallo? Ich wollte gerade sagen. Aber ich sehe doch da ein Fragezeichen. Wo? Ja, verwirr mich. Wissen ist Macht. Willkommen, Champion. Dann lasst uns mit dem Angriff beginnen. Ich habe nichts gemacht. Er hat das automatisch weggeklickt. Und greifen Sie von allen Seiten an. Wir haben Glück, Kriegerheld. Der Champion sollte in Kürze eintreffen. Ich stehe neben dir, du Depp. Gul'dan und die Legion müssen aufgehalten werden. Erfolgsvorschrift Legionsrichter. Schließt das Szenario Angriff auf die verheerte Küste ab. Schaltet den Zugang zu den verheerten Küsten frei. Okay, das kenne ich noch nicht. Das sind jetzt die neu eingepatchten Sachen. Kriegsvorräte der Legionsrichter. Lebt wohl. Wir werden uns wiedersehen. Ich bin bereit, den Angriff zu starten. Ja, das weiß ich aber noch nicht. Da ist Harvey. Soll ich mich nicht bei dir auch melden? Das ist ja interessant. Wisst ihr was? Wir machen das diese Woche mal ein bisschen kürzer, ne? Und gucken uns nächste Woche dann Zugang zu den verehrten Küsten. Ich hoffe, es hat euch gefallen und sag mal bis zur nächsten Woche. Ich habe vergessen, den Kopf umzumoggen. Ciao!